Moin Leute, was geht? Pedels hier von Safter Gaming bei einer weiteren Folge Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Wir werden jetzt ein paar Hacker spectaten und mal gucken, was das Ganze so bringt. Wir werden jetzt erstmal die Beweise runterladen und dann werden wir mal sehen. Genau, in den letzten bzw. gestern ist die Bloodhound-Operation rausgekommen. Der Operation Pass kostet, irgendwo stand es hier, 5,49 €. Und ein neues Ranking-System. Das heißt, ihr kriegt jetzt für jedes Spiel, was ihr gespielt habt, XP. Und wenn ihr diese XP habt, dann kriegt ihr am Ende der Woche, wenn ihr ein Level aufgestiegen seid, beziehungsweise ihr könnt mehrere Level pro Woche aufsteigen, aber nur für ein aufgestiegenes Level in der Woche kriegt ihr einen Waffendrop. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich denke, da wird auch noch ein größeres Infovideo zu kommen zu diesem Update, weil da noch ziemlich viel dazugekommen ist, was auch ein bisschen komplizierter ist. Die AWP Dragon Lore kann mittlerweile wieder droppen, wenn man den Operation Pass hat. Ja, erstmal prüfen wir jetzt hier die Beweise. Ich muss leider erstmal einen Schluck trinken, weil ich irgendwie einen total trockenen Mund habe. Sekunde. So. Jetzt geht es los. Overwatch-Wettkampf. Ich wurde oft gefragt, wie ich diesen X-Ray bzw. diesen Wallhack, das ist ja eigentlich offensichtlich, dass derjenige Wallhack hat, wurde ich schon oft gefragt. Nein, das kann ich in einem, mit einem, boah, ist das laut. Entschuldigung, mit einem Menüpunkt bzw. mit einer Taste in-game kann ich das Ganze steuern. Wie ihr jetzt seht, die Schatten sind da, die Schatten sind weg. So, das macht man mit der X-Taste. Mit der Q-Taste kann sich ein Diagramm aufrufen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, den hat er gesehen, wenn er gut ist. Schöner Headshot. Geht dann auf B. Okay. Ja. Waren jetzt für mich zwei normale Kills. Aimt hier den Tunnel ab. Auch ein guter Boy, der keine Skins hat. Das zeugt schon viel eigentlich immer. Ah, doch, ein Glock Groundwater. Mal gucken. Geht es hier von B auf lang? Das ist halt links in der Ecke ein Standardspot, den man abaimt, normal. Okay, der war gecallt. Er geht jetzt hier auf Long. Auf dem Spot noch einer. Der hat ein schönes Burstfire, muss ich dazu sagen. Also, das hat er irgendwie gut unter Kontrolle. Eventuell dafür ein Skript oder sonstiges. Er weiß auch. Ah, nee. Okay, er wartet jetzt hier. Der Kollege geht rein. Die dümmste Idee, die man eigentlich haben kann. Er pusht jetzt. Er pusht nicht ernsthaft durch die Smoke. Okay, er checkt hier alles ab. Aimt die Standard-Spots ab. Warum auch immer verschieben die auf B? Das verstehe ich echt nicht. Das war eindeutig sein Fehler, dass er da den Hit verteilt hat. Weil jetzt ist er okay. Ja, long kommt einer. Ja, gut. Das war jetzt. Da war der Seitenwechsel. Er hat jetzt eine USPS Stainless. Die habe ich tatsächlich auch. Das ist ein sehr schöner USP-Skin, finde ich. Als Stat-Track noch schöner, aber die kann ich mir nicht leisten. Jetzt mal gucken, was hier. Also keiner hat in der ersten Runde gekauft, außer zwei Leute, die haben unter anderem eher einen Diffuser gekauft.
keine Waffen, nichts, keine 5-7, keine Smokes, nada. Ja, ganz normaler USP-Hit, würde ich mal sagen. Eventuell einfach ein Smurfer, der da, nee, der würde mehr reinhitten. Also, ja. Also bis jetzt ist der relativ sauber. Der campt halt hier einfach die Bombe, die hier auf Long gefallen ist. Jetzt probiert er denjenigen mit der Bombe zu töten, hat allerdings keine Munition mehr. Das ist ein Problem der USP. Alles klar, knifet jetzt hier den ersten. Das sieht man auch selten, dass ein nicht hackender Spieler in Overwatch reported wird, weil er so abgeht und jemanden knifet. Okay, er denkt jetzt, der geht B. Genau, der ist allerdings A kurz gegangen. Da hat er sich ein bisschen verarschen lassen. Könnte er jetzt gehört haben? Ne, hat er nicht. Sieht jetzt, dass die Bombe geplant ist. Geht jetzt rüber auf den Spot. Da hat er ihn gesehen. ...20 HP zu 29 HP. Also... die Gegner sind tatsächlich ziemlich low, muss ich dazu sagen. Also wenn ihr das gerade gesehen habt, dass der... er denkt, er kommt von kurz, aber man aimt trotzdem mehr ab als kurz. Man dreht sich auch mal ab und zu. Und der war so vertieft auf seinen Spot, dass er einfach nicht mehr nach rechts und links gucken konnte. Ja, er hittet hier durch Smoke. Hat einfach mal reingesprayt gehabt. Wie findet ihr eigentlich das neue Knife-Geräusch? Ihr müsst mal darauf achten, wenn er knifet, dann hört sich das anders an als vor dem Update. Ich finde es persönlich nicht so schön, aber ich habe bis jetzt noch nicht viel von anderen Leuten darüber gehört, was sie dazu sagen. Das würde mich mal interessieren. Ja, er steppt hier auch komplett im Tunnel, der Doors steht, müsst ihn eigentlich schon längst gehört haben. Wenn der Tunnel gesteppt hat. So, und der rafft halt einfach nichts. Ja. Man muss dazu einberechnen, dass Overwatch noch ein bisschen Verzögerung drin hat. Das heißt, der hat ihn nicht quasi instant um die Ecke getötet. Der kann vielleicht kurz einen Arm gesehen haben und dann hat er ihn getötet. Ja. Ja. Da hat er auch gut kassiert. Der gute suspekte Spieler steht 31-11 mit 7 MVPs. Ist jetzt, ja, ich denke, der, das ist ein zweiter Account oder ein Account von einem Kumpel, auf dem er hier spielt. Was, er ist hier getrampelt wie so ein, weiß ich nicht, Walross. Was einem in Overwatch noch helfen würde, wäre vielleicht die Stundenanzahl, wie lange der Account das Spiel schon gespielt hat. Das wäre vielleicht nochmal relativ hilfreich. Da könnte man nämlich sehen, ob das dann ein neuer Account ist oder und ein Smurfer. Allerdings könnte es auch ein Hacker sein. Ja. Die Gegner sind echt traurig. Mit CDA, ich denke, der pickt jetzt direkt ein. Ah. Jo, schöner Pick. Bombe down. Oh, und der letzte auch down. Ja, war jetzt, war ziemlich schön. Hat mir gut gefallen, wie er spielt. Aber ich denke, an hat er nicht. Schön, schöner Pick, schöner Pick. Ja, das sind die 64-Tick-Server, würde ich mal behaupten. Man ist nie richtig drauf, wenn man den Mid-Pick macht. Man flickt einfach nur durch die Gegend. Und trifft dann irgendwas. Und irgendwann hat man es halt drauf, ne? Und dann zieht man nur noch Flickshots, die treffen. Das ist ziemlich cool. Da hat er ihn gesehen. Der turnt da links in seinem Scope rum. Die Gegner sind jetzt auf dem A-Spot drauf. Er sitzt alleine
CT und sein Teammate ist auf kurz. Mal gucken, was sie jetzt machen. Genau, hier, hört euch mal dieses Geräusch an. Das ist doch nicht schön. Ganz ehrlich. So, schöne Double Nade. Das heißt, die reden auch miteinander. Das ist das Wichtigste in einem Competitive Game, dass man miteinander redet. Ich hatte viele Leute, die in dem Spiel sind und einfach kein Wort von sich gegeben haben. Und dann am Ende der Runde durfte man sich anhören, wie scheiße man spielt und warum man von hinten erschossen wird. Was ein bisschen lächerlich ist. Aber er schmeißt hier seine Nades in den Tunnel. Hat eine Deagle gekauft, weil ihm das so easy erscheint gerade. Und A ist gecallt. Er geht über Long auf A. Ich denke, der wird ein Frag mindestens setzen von diesem. Ja, wunderbar. Ah, komm. Jo, schöner Frag. Und jetzt mit der Ave. Da hört er einen, der kommt. Schöner Hit. Also das kann böse ausgehen für die T's. Ja, Onspot-Sitzer. Okay, sein Kollege hat ihn gecallt, der sitzt Onspot-Kiste. Er hat ihn gerade kurz gesehen. Oh. Ja. Also ich finde, das war der erste normal spielende Spieler, den ich in Overwatch gesehen habe, beziehungsweise auch hier, den wir zusammen auf Overwatch gesehen haben. Da kann ich mit gutem Gewissen unzureichende Beweise überall anklicken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst irgendeine Bewertung da und wenn es nur ein Kommentar ist, das hilft mir schon sehr. Bis zum nächsten Mal, euer Pedels, haut rein. Tschüss.